Falsche Tür, Entschuldigung. Du bist hier richtig. Du bist Philipp, oder? Susanne, hi. Auf dem Foto siehst du irgendwie anders aus. Du siehst eigentlich genauso aus wie auf deinem Bild. Bisschen jünger vielleicht. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Das wäre schade. Du bist niemals 35. Eigentlich müsste ich dir jetzt eine knallen. Komm, wir trinken was. Das Zimmer hast du ja schon bezahlt. Dein erstes Mal? Was? Prost. Prost. Am Handy geht das irgendwie leichter. Mir gefällt deine Art zu schreiben. Deine Nachrichten sind lustig. Sind das so schon länger? Überhaupt nicht. Aber das sagt wahrscheinlich auch jeder, oder? Also du bist der erste Match, mit dem ich mich treffe. Und dann gleich so ein Reinfall. Entspann dich mal ein bisschen, Philipp. Mehr Klischee geht dir auch nicht, ja? Dein Vorschlag. Wirklich? Allerdings. Und dann auch noch zu spät kommen. Die Coolen kommen immer erst spät auf die Party. Dann bist du sehr cool. Du bist als Letzter gekommen. Ich gebe mir Mühe. Wieso wolltest du dich in einem Hotel treffen? Ich mag Hotels. Mir gefällt das Prinzip. Dass man an einen fremden Ort kommt, kurz bleibt und dann wieder geht. Ohne aufzuräumen. Sich um nichts kümmern. Als wäre nichts gewesen. Ziemlich eindeutig, oder? Warst du aufgeregt hier vor? Klar. Merkt man aber nicht. Ich gebe mir Mühe. Was machst du denn aber beruflich? Langweilig. Wollen wir uns jetzt ernsthaft über unsere Berufe unterhalten? Ich bin Student. Da hast du dann aber auch gelogen. Ich dachte, eine 35-jährige Frau trifft sich bestimmt nicht mit einem Studenten. Könntest du recht haben. Siehst du? Trotzdem hast du gelogen. Du doch auch. Hättest du dich mit mir getroffen, wenn ich gesagt hätte, dass ich 43 bin? Wahrscheinlich nicht. So alt siehst du aber nicht aus. 43, wirklich. Geht dich gar nichts an, Studibubi. Studibubi? Okay, du bist 43. Ich glaube, an der Stelle brechen wir hier besser ab. Ey, das war nicht so gemeint. Entschuldige bitte. Warum ist das immer alles so kompliziert? Ich glaube, wir verlieren den Bezug zum Unmittelbaren. Ich habe einfach keine Lust auf Ü30-Partys. Gibt's da nicht auch noch was anderes? Nach der Arbeit auch noch in eine Bar gehen zu müssen, in der Hoffnung, dass mich irgendwer anquatscht? Brauche ich nicht. Erzwingen kann man sowas sowieso nicht. Ich glaube, das passiert dann, wenn man am wenigsten damit rechnet. Bist ja ein ganz schön schlaues Kerlchen. Studentische Lebenserfahrung. Schon mal eine richtige Beziehung gehabt? Wie lange? 9 Jahre. Echt?
nicht schlecht. Aber die letzten meinen Jahre zähle ich ungern dazu. Wieso? Egal. Hast du Zigaretten? Wenn du das Gefühl hast, dass wir immer mehr den Bezug zum Unmittelbaren verlieren, warum bist du dann selber bei Tinder? Kennst du es nicht, dass man selber auf Dinge macht, die man eigentlich verachtet? Ich finde auch ganz oft bei anderen Menschen Eigenschaften nervig, die ich vielleicht insgeheim auch bei mir selber beobachte. Zum Beispiel? So weit sind wir noch nicht. Hast du einen Lieblingsdrink? Cosmopolitan mag ich sehr gerne. Ist aber nichts für den ganzen Abend. Da bevorzuge ich Wodka Soda. Skinny Bitch. Wie bitte? Heißt jetzt so. Wenig Kalorien. Darf ich trotzdem weiter Wodka Soda sagen? Thank you.